Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir nicht das Schlechte einfach nur so, damit er dich quält. Nein. Sondern er bringt eine Sache in deinem Leben, einen Schicksalsschlag, damit du Belohnung bekommst. Und damit er dich um Stufen erhöht, subhanahu wa ta'ala. Und damit er dich liebt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala prüft nur diejenigen, die er liebt. Der Gläubige hat Geduld. Er erwartet die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und er wartet auf die Erlösung. Er ist geduldig. Er hofft die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala und er wartet auf die Erlösung, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt nicht umsonst: Inna ma'al usri yusra. Wahrlich, mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. Mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. Und so sagen die Gelehrten: Die Erschwernis ist schwächer als die Erleichterung. Die Erleichterung ist immer stärker. Deswegen, wenn du gerade in einer Situation bist, wo es dir schlecht geht, wisse, wenn du gläubig bist, wenn du Allah, auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraust, wenn du die Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala suchst, dann wisse, dass diese Erschwernis, die du gerade hast, schwächer ist als die Erlösung. Die Erlösung ist immer stärker. Und die Erlösung kommt. Du musst nur auf sie warten. Du musst nur auf sie warten.